Ich denke mal, da muss ich diesen Onanimmt. Auf jeden Fall diesen Schlüssel einsetzen. Ich kann da hoch, da will ich hoch. Das Spiel bestraft Neugierde. Gut. Laden. So, und hoch da. Ach du Kacke. Ist das deren Ernst? Ist das deren vollkommener, beschissener Scheißernst? Das schafft doch kein Normalo. Ohne Hacktools. 6,5 Stunden später. Ich bin gerade schon wieder in der Phase, wo ich das Spiel abgrundtief hasse und am liebsten verbrennen würde. Wow, ich habe es geschafft nach 3 oder 4 Anläufen. Neuer Rekord. Und speichern. Ich bin so froh, dass man in dem Spiel selbst speichern kann und dass Core Designs einem keine vorgespeicherten Punkte da gegeben hat. Wie gefühlt jeder Publisher das heutzutage machen würde. Wo kommt denn der Köter her? Aber gut zu wissen. Ich bin doof. Fällt mir gerade auf. Geil, ich habe nur noch 3 Schrotpatronen. Kein Scheiß, ich habe Probleme jetzt. Na, Hundi? Ich glaube, ich mache erstmal den Zwischenspeicher. Weil es könnte knapp werden. Verdammt knapp sogar. Noch welche oder waren das alle? Scheint mir das nach, das waren alle. Hier rennt aber noch einer rum. Wow. Das nenne ich Profi. Zuerst mal alles einsammeln. Aber wenigstens haben wir mal wieder ein kleines Medipack gekriegt. Ist ja sonst eher eine Seltenheit, dass du irgendwelche Medipacks kriegst in dem Spiel. Wow, sogar 2 Medipacks. Ich glaube, das kleine nehme ich gleich mal. Weil sonst könnte es ja eventuell knapp werden. Hui. Ich glaube, ich weiß, was das Spiel von mir will. Und das gefällt mir ganz und gar nicht. Spiel speichern.
So geht's natürlich auch. Gut, dass ich das jetzt sehe, dass das so möglich ist. Da ist ein Schalter, gut. Dieses komisch flickernde Ding da oben irritiert mich. Okay, bitte, ne? Ich dachte gerade, der Pisser kann hier hoch, aber kann er gar nicht. LOL! Wo kam denn der jetzt her? Das würde mich allerdings mal echt interessieren. Wie zum Teufel der hierher gekommen ist. Vor allen Dingen so geräuschlos. Wahrscheinlich wurde er einfach von der Atmosphäre des Spiels übertüncht. Die brüllt einen ja immer förmlich an. Deswegen übersteuere ich wahrscheinlich auf der Aufnahme wieder übelst. Nice, Fackeln. Das sieht mir verdächtig nach Setz hier irgendwas ein aus. Ja, sie hat nur gesagt, jetzt müssen wir irgendwas suchen, was wir dann später da einsetzen. Ich würde ja spontan mal sagen, und das machen wir dann im nächsten Part von Tomb Raider 2. Geil, ich darf jetzt schon hochskippen. Patollis Versteck. Ja, und was ab hier passiert, sehen wir dann im nächsten Part von Tomb Raider 2. Bis dahin. Ciao.